weil Sie gesagt haben, wieder von der schwarz-blauen Koalition, da hier Ihr Gejammere begonnen haben. Ohne schwarz-blaue Koalition wäre die Familienpolitik und wäre Österreich nicht das, was es heute ist. Und Sie picken sich heute noch die guten Körnchen und die wirklich wohlüberlegten Körner heraus und davon leben Sie heute noch. Und das ist das Einzige, wovon die Familie heute noch ein bisschen etwas hat. Aber nun, meine Damen und Herren, 2 Monate hat diese Regierung angeblich gebraucht, um dieses verunglückte Budget zusammenzubasteln. Wenn man gesagt hätte, sie haben 2 Wochen gebraucht, hätte man das ja noch einsehen können, aber auch da war der Aufwand viel zu groß, um dieses matte Machwerk hier vorzustellen. In Wahrheit haben sich ÖVP und SPÖ in 2 Tagen bei einem gemütlichen Saunabesuch in Leupersdorf und nicht länger auf die Zukunft Österreichs vorbereitet und nicht länger auch der Zukunft gewidmet. So sieht nämlich auch das Ergebnis aus. Und wie eine verschworene Saunarunde haben sich Faymann und Bröll und die ganzen Regierungskollegen danach abgeschüttelt, abgebeutelt und die Tropfen weggewischt und leichtfertig dann die Änderungswünsche auch noch, die wir, die Opposition, immer wieder gebracht haben, ignoriert und damit bewiesen, was ihnen die Familie und was ihnen Österreich wert ist und wie ehrlich es sie mit uns meinen. ÖVP und SPÖ stützen ihre Apparate, ihre reformunfähigen Verwaltungseinheiten im Bund und Ländern. Dort trauen sie sich auch nicht hineinzugreifen und dort trauen sie sich auch nicht, irgendwo Geld einzusparen. Dort in diesen Strukturen versickert das Geld. In dieser über alles heiligen System, in diese Systeme nämlich, wird nichts gemacht. In diesen Systemen wird nichts angetastet und wird nichts angerührt. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen die Wähler von Rot, genauso wie von Schwarz, von Grün, von Blau und Orange bluten. Es bluten auch die Nichtwähler, egal aber auch, nicht? Hauptsache, es gibt kein Eingreifen in Gebiete, in denen es Widerstand geben könnte. Bei den Verwaltungsdinosauriern gibt es den Widerstand. Aber dort wird nichts getan. Natürlich, beim Volk wird eingespart, denn über den Widerstand dieser Bevölkerung und unserer Bevölkerung haben sie sich schon längst hinweggesetzt und das lässt sie kalt und sie reagieren nicht einmal mit einem Ohrenzucken dazu. Und am meisten trifft es dabei natürlich die Familien. Die Familien haben bei diesen Regierungsparteien überhaupt keine Unterstützung. Und da zeigt sich's wieder mal, die Einzigen, die sich für die Familien einsetzen, sind wir Freiheitliche. Denn bei den Regierungsparteien stehen die Familien vor verschlossenen Türen. Und eine Einsparung, wie auch schon erwähnt worden ist, die getätigt wird bei der Familie von 406, also insgesamt in diesem Bereich von 406 Millionen Euro, wovon 80,5%, meine Damen, 80,5%, das sind 327 Millionen Euro, die bei den Familien eingespart wird. Eine tolle Leistung. Gratuliere. Aber wir wollen nicht bei unserer Zukunft und bei denen sparen, die die Garanten unseres Staates und unserer Bevölkerung sind. Ein Beispiel, ja? Eine klassische Familie im freiheitlichen Sinne zum Beispiel mit Vater, Mutter, 2 Kinder, ein Student 25 Jahre, ein zweites Kind mit 16 Jahren, das noch in die Schule geht. Und was verlieren die jährlich aufgrund dieses Sparbudgets? 3.000 Euro. Und meine Damen und Herren, 3.000 Euro für eine Familie ist ein ganz gewaltiger Betrag. Und weil von der Familienbeihilfe zuerst die Rede war, dass sie die Kinder nicht bekommen, die Studentenbeihilfe, also als Familienbeihilfe nicht, wovon leben denn die Studenten? Natürlich von den Eltern. Und ob ich jetzt sage, von den Studenten, die Studenten bekommen halt die Familie nicht direkt auf die Hand, weil es das die Familienbeihilfe ist, sondern sie bekommen ein Taschengeld oder die Miete für ihre Zimmer gezahlt. Aber das ist nicht alles. Gebühren werden valorisiert, aber nur dort werden sie valorisiert, wo es ums Nehmen geht. Dort, wo es ums Geben geht, bei den Familienleistungen, was ist da? Da ist die Regierung absolut uninteressiert daran. Sie sind direkt so, als würden sie vor diesen Valorisieren fürchten sie sich wie der Teufel vor dem Weihwasser. Und dazu bringe ich einen Antrag ein bezüglich der 13. Beibehaltung der 13. Familienbeihilfe, die Abgeordneten Kitzmüller, Gartelgruber und weitere Abgeordnete. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass die 13. Familienbeihilfe im derzeitigen Ausmaß vollumfähig erhalten bleibt.
Des Weiteren wird die Bundesregierung aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche vorsieht, dass die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld in einem Ausmaß erhöht werden, welches den Wertverlust, der durch Unterlassen der Anpassungen in den letzten Jahren entstanden ist, ausgleicht. Aber es geht auch noch weiter, meine Damen und Herren, bei der Familienbeihilfe. Was ist mit der Familienbeihilfe, die ausgezahlt wird an Kinder, die nicht in Österreich leben? Warum passt man dort die Familienleistung nicht an das Niveau des Heimatlandes an? Das wäre gerecht und fair. Polen, zum Beispiel in Polen gibt es die Familienbeihilfe bis 24 Jahre in der Höhe von 24 Euro. Damit hat ein Pole, der dort seine Kinder hat, hier bei uns Familienbeihilfe bezieht, einen Gewinn von 106,90 Euro. Und das lässt sich noch unmäßig weiter vorführen. Da muss ich Ihnen schon sagen, meine Damen und Herren, sanieren wir unsere Familien und lassen wir hier die soziale Gerechtigkeit einziehen. Und schließen wir die Tore vor diesem Missbrauch, meine Damen und Herren. Deshalb habe ich einen weiteren Antrag einzubringen, der Abgeordneten Kitzmühel und weiteren Abgeordneten betreffend Familienbeihilfe für Bürger aus EU- und EWR-Raum. Der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die vorsieht, dass die Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-EWR-Raum leben und deren Eltern in Österreich arbeiten, auf das Niveau der tatsächlichen Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land angepasst wird. Und dazu, meine Damen und Herren, vor allem zu Hause und hier, die zuhören, lade ich Sie ein, bei uns auf www.unzensuriert.at bei der Umfrage mitzumachen und da Ihre Meinung kundzutun, ob da nicht eine faire Besteuerung und eine faire Leistung für uns Österreicher wohl angesagt wäre. Und dieses Budget, meine Damen und Herren, dieses Budget verdient unsere Ablehnung. Denn uns Freiheitlichen geht es um das Wohl unserer Familien und nicht um das Wohl der anderen. Und wir sind die Einzigen, die die Familien unterstützen.